Super, dann geht es heute weiter mit Formel 1 2021 und dem großen Preis von Monaco. Mit nur einer kleinen Planänderung. Wir werden heute ein sehr kurzes Training nur sehen. Aus dem Grund, da ich jetzt gerade von der Arbeit komme, ist es schon Abend und wir nicht allzu viel Zeit haben, wenn wir heute ein bisschen was kürzer treten. Diesem Wochenende mit dem Training, sprich nur 10, 15 Minuten vielleicht. Und dann geht es erstmal mit Quali und Rennen. Wir haben wie gewohnt weiter. Genau, wir haben uns entschieden, heute mal ein bisschen kürzeres Training zu machen, einfach aus Zeitgründen. Und es ist Monaco. Also ich glaube, es wird sowieso sehr recht kurz werden. Mal gucken. Solange es besser läuft als in Spanien, hoffe ich, dass ich erstmal ein gutes Ergebnis hole. Ein paar Punkte wäre vielleicht drin. Ich erwarte mal gar nichts. Mal schauen, es kann auch ganz, ganz schnell vorbeigehen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn beide Spieler ausscheiden. Ob die dann das Rennen quasi skippen oder ob sie das dann zeigt trotzdem komplett. Ich denke mal, dass es geskippt wird. Fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Du hast im Moment keinen Rivalen. Sag mal, bist du irgendwie erkältet oder so? Du nasest ganz schön heute. Nee, das ist Heuschnupfen. Überlege dir gut, wen du dir aussuchst. Denn du gewinnst. Irgendwas ist, ich höre das sofort. Naja, das ist Heuschnupfen nur. Anerkennung einbüßen, wenn du. Gut, ich habe noch keinen Rivalen, sagt er mir gerade. Naja, wie gesagt, jetzt kommen die beiden. Mit Verlauf Rotstrecken hintereinander, weil jetzt um Monaco nächste Woche Baku. Ich dachte, dein Rivale sitzt bei dir zu Hause. Hm. Ja gut, erste Linie mein Rivale bist du. Als Teamkollege, ist klar. So, gucken wir mal, wie es läuft. Oh, bitte hoffentlich, zumindest das Rennen trocken. Das wäre super. Regen. Quali und Rennen verregnet. Hm. Sag doch, das wird ein kurzes Rennen für uns. Ach du Scheiße. Stellt euch schon mal drauf ein, es wird eine sehr kurze Aufnahme im Qualifying-Rennen. Ich hoffe. Kurz, sehr kurz. Geil. Kurz und kompakt. Ja, ich hoffe nicht, aber... Doppel-DNF Alpha Tauri. Ja, und Training 1 auch Regen. Ja, geil. Damit hat, da kann man sich schon mal drauf einstellen. Ja, dann fahren wir das direkt im Regen, dann ist es gut. So. Da machen wir trotzdem nur. Machen wir schnelles Training, komm. Machen wir mal alles was anderes. Ohne die Trainingsprogramme, die brauchen wir. Fahren wir nicht. So, Reifenmanagement. Und ich versuche zu starten. Reifenmanagement, Erstmanagement. Fahren wir Rennstrategie. Aha, kann man wohl Monaco nur mit Trainingsprogramm fahren? Okay. So, 9 zu 10 Erfolgschance. Verbleibende Zeit. Ah, dann fahren wir hier die 50% Erfolgschance. Ah, schnelles Training. Schnelles Training lässt die Trainingsprogramme schließen und selbst auf die Strecke zu müssen, okay. Gut, dann fahren wir. Ah, das ist super. Dann machen wir mal kurz eben das hier, diese 25% Erfolgszeit und den Rest fahren wir dann quasi. Programm fehlgeschlagen, okay. Ach, ich darf gar. Ach, wir müssen skippen. Okay, dann können wir es so machen. Dann fahren wir gar kein Training, sondern wir skippen die Trainings. Und dann zeigen wir euch einfach mal heute ein bisschen was anderes. Wäre aber jetzt auch gefahren, wenn es jetzt so ist. Aber das haben wir uns jetzt auch nicht ausgesucht, ne? Gerade. Doch, ich habe es ausgesucht. Ja? Ja. Okay. So, dann ist jetzt eh durch. Müssen wir jetzt die 30 Sekunden abwarten. Nee, dann machen wir es einfach so. Dann zeigen wir euch einfach heute für Monaco mal das schnelle Training. Und dann fahren wir nächste Woche in Baku wieder wie gehabt. Diesmal einfach ein bisschen was. Aber mal gucken, wie es läuft. So, noch 33 Sekunden hier. 33 hast du noch? Ja. Ich habe noch irgendwie 10 Sekunden oder so. 2, 1, Ende der Lösung. Na gut, du hast wahrscheinlich ein anderes Trainingsprogramm genommen. Alles klar, weil ich bin durch mit meiner Zeit. Ich bin jetzt auch durch. Ja.
So, gucken wir mal. Geil, da wirst du sogar eine Trophäe erhalten. Da wirst du im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser geworfen in der Quali. Hast du es eilig? Ja, die habe ich auch gekriegt. Okay. So, Training Nummer 2. Auch hier werden wir wieder kurzes Quali kurzes Dings machen. Wieder schnelles Training machen. Wie hast du denn das eingestellt? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das kannst du am Anfang auswählen. Da steht dann, mache die Dings, ohne selber fahren zu müssen. So. Wahrscheinlich kannst das nur du als Horst. Keine Ahnung, mal sehen. Hier kannst du nämlich nur zum schnellen Training ausgehen. Machen wir es so, komm. Dann fahren wir. Machen wir so, machen wir die ersten beiden Trainings, machen wir so und dann machen wir danach zur Strecke im dritten freien Training. Jetzt ein bisschen im Training gefahren bekommen. Ja. Und haben trotzdem unsere Dings gekriegt. Ja. Total, ein bisschen was im Haus. Ich habe mal die 8 Sekunden, 8 Minuten 100%ige Erfolgschance. Machen wir die Gewichtsreduktion. So, dann haben wir noch 13 Minuten. Und dann nehme ich die. Dann habe ich sie fast runter, die Zeit. Dann habe ich die 50%ige Erfolgschance und Ziel erreicht. Ich glaube, ich habe alle drei sogar geschafft. Und bin jetzt fast wieder durch. Ich bin wieder bei 30 Sekunden. Alles gut. Ich habe noch 15. Zeit ist rum. Müsste bei dir jetzt eigentlich auch durch sein. Ja. Die KI wahrscheinlich bessere Leistung als wir. Ich weiß nicht, wie die Zeiten aussehen. Es werden ja keine angezeigt. So, dritte freie Training. So. Und dann gehen wir mal auf die Strecke. So. Dann fahren wir weich und drei Runden. Ach, egal, das ist jetzt eigentlich unwichtig. Du bist so. Jetzt auch ohne ein Programm einfach jetzt... Nee, ich habe Reifenmanagement ausgewählt. Ich fahre jetzt meine drei Runden hier runter und dann bin ich durch. Okay, mache ich auch am besten. Ich habe die weiße Linie überfahren, mein Maus aus, weil da musst du natürlich aufpassen. So. Ja, Monaco ist es ganz, ganz, ganz wichtig, eine gute Startposition zu erreichen. Sollte es mit Punkten was werden, müssen wir schon in der Nähe der Top 10 starten. Ja. Ansonsten kannst du es eigentlich schon fast abhaken. Wir müssen eigentlich nur ein gutes Qualifying hinlegen und dann verteidigen. Ja, wenn es möglich ist, ne? Ja, kannst ich meine ja auch, kannst du auch durch die Boxenstrategie verkacken. Du musst echt aufpassen, das Auto liegt so unruhig vor dem Starkregen im Rennen.
und Training beendet. Habe ich ja gesagt vorhin. Gleiche Ecke wie Verstappen. Du meinst Leclerc? Ne, Verstappen. Genau die gleiche Ecke damals. Außer der Hafenschikane letzten. Da hat es mich voll erwischt. Ja, geil. Dazu schon. Hat sich ja voll gelohnt. Das kann nur was werden fürs Rennen. Genau, siehst du da in der Ecke? Genau da. Du hast dir den Reifenwagen kaputt gehauen. Genau in der gleichen Ecke bin ich rausgerutscht. Du hast Simulationsschaden, ne? Ich glaube, komplett sogar. Ja, Simulation ist noch schlimmer als komplett. Das ist aber alles mit drin. Simulation heißt, du fährst über irgendein Teil, was bei jemandem abgefallen ist, kriegst einen Platten. Ja, kann passieren. Du bist halt quasi, glaube ich, gefühlt an mein, irgendwo an einem Teil von mir hängen geblieben, was da lag. Soll ich nochmal weiterfahren oder soll ich Ja, bleiben? Fahr wie du das für richtig hältst, ob du da jetzt nochmal zwei Runden drehst. Ja. Ja, jetzt schon wieder gut los, ja. So, nochmal. Wie gesagt, ich sehe schon kommen, das wird eine kurze Aufnahme in Monaco. Ich hoffe nicht. Guckst du mir gerade zu? Ja, ja. Boah, Alter. Und momentan ist Charles Leclerc 1.11.2 genauso wie. Ne, Sainz bei der Ferrari vorne. Ja, auf Soft. Ja, ich bin den Winkel halt vor der Scheißkurve viel zu spät angefahren, viel zu spät gebremst. Und dann war es halt vorbei.
Scheiße, dass du nicht mal eine Runde fahren konntest, ey. Nicht mal die Outlap fahren konntest. So, 2 Minütchen noch. Ungültig. Das ist immer noch keine vernünftige Runde, ne? Doch, nee. Da. 13.8, ja, immerhin etwas. Du hast aber eine Zeit gefahren, im Gegensatz zu mir. Ja, aber eine beschissene Zeit, ne? Besser als gar nichts. Ich kam nicht mal eine Runde weit. Aber es ist nur das Training, aber das wird dann noch lustig. Ich muss dann auch gleich nochmal meinen. Meine Pedale richten, die sind ein bisschen verrutscht gerade beim Bremsen, weil ich so hart drauf getreten habe. Das wird nicht einfach werden. Ja, aber nochmal, ich bin ohne Setup gefahren, ne? Das kann natürlich wieder sich anders anfühlen. Das war, weil wahrscheinlich auch das, die Bremshärte anders ist. Ungültig, ja. Die war schon vorher ungültig. Achso, die war schon vorher. Ich habe es nur jetzt gerade gesehen, weil es rot ist und weil ich auf kompletter Karte fahre. Also, die auf kompletter Karte zu gucken. Und ich hab, glaube ich, auch irgendwie Schaden wieder. Da klebt nochmal ein Reifen in der Wand. Ich habe nämlich gerade noch mehr Lenkprobleme. Ich hatte bestimmt Schaden. Ja. Jo, der Auftakt ist natürlich extrem mau. Dann überhaupt qualifiziert. Fängt das schon gut an wieder. Über eine Sekunde in der Nikita Matze. Ja. Aber ja, nochmal, ich bin ohne Setup gefahren. Vielleicht ist es was besser. Aber ich denke mal, nach diesem Doppelwochenende in Monaco und Baku, dann könnte es wieder Richtung bergauf gehen, Richtung Kanada. Weil da kommt Kanada, Frankreich. Heute da draußen. Nicht wirklich. Sprechen wir darüber, was passiert ist. Ich habe ein Interview. Was würden Sie sagen, wer ist zurzeit Ihr größter Rival? Ich mache das einfach mal. Sie hatten ein Missgeschick im Training. Wird sich das auf die Qualifying Session oder das Rennen auswirken? Abtrieb oder Handling? Ich Handling gerne. Die Saison hat gerade erst begonnen. Was glauben Sie, wie sie für Sie verlaufen wird? So. Sie haben heute im Training viel Zeit auf der Strecke verbracht. Ist das Auto zuverlässig genug, um das zu verbrauchen? Was hast du für Training gesehen? Sie haben heute im Training viel Zeit auf der Strecke verbracht. Ja, wenn man eine Runde viel Zeit nimmt. Zuverlässigkeit. Ich habe meinen Rivalen übrigens gewählt. Danke für den Kommentar. Ich habe dich mal als meine Rivale eingesetzt. Aber in deinem Dann im gleichen Interview habe ich dich gelobt. Dann hat er geschrieben, wie sieht was mit Teamkollege und alles rum und dran. Und da habe ich geschrieben, mit so einem so guten Teamkollege kann nichts schief gehen. Und wir haben 6000 Ressourcenpunkte. Wir können eigentlich mal direkt wieder reinhauen. Monocock. Das Einzige, was wir jetzt reinhauen, ist die Mauer. Ja, geil. Ich habe jetzt schon Bock drauf. So. Und dann auch noch im Regen, ne? Denk dran. Ja, das ist es halt. So, dann haben wir es mit dem Training. Viel hat man bei mir nicht gesehen, ich komme bei dir umso mehr.
Daher. Schauen wir mal, wie es im Qualifying wird.